Ich lese EUR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen bei Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit. Lektion 21. Die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit. Fall 101. Alles neu macht der Mai. Ihr Schulfreund F. ist in einer Identitätskrise. Seine Frau ist mit einem Insolvenzverwalter durchgebrannt, in Klammern, weil er nur noch Augen für die Kinder hatte, Klammer zu, und die Drillinge erfordern seine ganze Kraft. Er bekam ein Kaufangebot für sein Unternehmen in Höhe von 280.000 Euro. Interessenhalber fragt er sie, was zu beachten wäre, sollte er das Angebot annehmen. Grundsätzlich ist es so, dass der Gewinn aus dem Verkauf oder der Einstellung einer selbstständigen Tätigkeit in verschiedener Weise begünstigt ist. Ein Verkauf unterliegt nicht der Umsatzsteuer, Beschluss 1 Absatz 1a des Umsatzsteuergesetzes, siehe dort. Der gewerbliche Veräußerungsgewinn unterliegt bei natürlichen Personen nicht der Gewerbesteuer, Beschluss 7 Gewerbesteuergesetz, Navigationsbegrenzung, Klammer zu, und auch in der Einkommenssteuer greifen eine Reihe von Begünstigungsvorschriften. Die Hauptvorschrift ist im Beschluss 16 des Einkommenssteuergesetzes zu finden. Dort wird die Veräußerung oder Aufgabe eines Betriebes, Teilbetriebes behandelt. Die Regelungen des Beschlusses 16 des Einkommenssteuergesetzes sind ebenfalls für freiberufliche Tätige anzuwenden. In Klammern Beschluss 18 Absatz 3 Einkommensteuergesetz, Klammer zu. Der Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Verkaufspreis den Wert des Betriebsvermögens nach Abzug der Veräußerungskosten übersteigt. Das bedeutet für einen Einnahmenüberschussrechner zwingend. Das bedeutet für einen Einnahmeüberschussrechner zwingend, verkauft er sein Unternehmen bzw. stellt er es ein, ist auf den Verkaufsstichtag eine Schlussbilanz aufzustellen, weil nur so der Wert des Betriebsvermögens ermittelt werden kann. Und dann geht es weiter mit Fall 102, die allerletzte Bilanz.